Seitennummerierung helfen dir dabei, die Übersicht in großen Dokumenten zu behalten. Neben der Nummer der einzelnen Seite kann aber auch die Gesamtseitenzahl angezeigt werden. Der Autotext für das Anlegen der Seitenzahlen ist in Word bereits vorbereitet. Um diesen sichtbar einzublenden, klickst du auf die Registerkarte Einfügen, dort in der Gruppe Kopf- und Fußzeile auf den Befehl Seitenzahl. Dadurch öffnet sich eine Dropdown-Liste. Hier wird die Platzierung der Seitenzahl festgelegt. Wir wählen hier mal die Platzierung Seitenende. Wenn du nun den Mauszeiger über den Auswahlpunkt hältst, öffnet sich automatisch eine weitere Liste. Hier findest du sämtliche vorgegebenen Formatierungen der Seitenzahlen. Das benötigte Format Seite X von Y findest du, wenn du ganz runter scrollst. Klicke auf das gewünschte Format und die Seitenzahl erscheint in der Fußzeile. Die Formatierung der Seitenzahl ist festgelegt bzw. sie passt sich den Grundeinstellungen der Word-Vorlage an. Du kannst aber die Formatierung der Seitenzahl ändern, wie bei jedem anderen Text auch.